Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Speed-Up und cutte dann jetzt mal, weil wir jetzt ein bisschen grinden. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, und da wäre ich dann schon wieder. Ich habe dann jetzt hier. Oh. Ich habe hier mal ein bisschen gegrindet, also so 3 bis 4 Level jeder. Aber das Wichtigere, 20 Ability zu reden. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich werde jetzt mal hier wieder die Ability-Klinge jetzt mal ablegen. Warte, hat der eigentlich noch irgendein Band, was er. Komm, ich schau mal gerade die ganze Ausrüstung nach. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ja, die ist schon soweit. Top dabei. Du hast das Retardano, zwei Keltisch, ne? Wanderfasch. Ja, der ist auch das Beste. Blindschutz, Wanderschutz, ein Blauschützer, Datenball hat auch nur. Oh, stimmt, wir haben noch den roten Reif. Der ist top für Kimari. Ansonsten ist aber auch nur Müll dabei. Ja, da kann man eigentlich den Mokri lassen. Ja, okay. Hat sich ja super gelohnt. Gehen wir mal weiter. Und wir sind hier schon beim Reisebedarf, wo ich dann mal hier ganz kurz durchleveln werde. Einmal hier stoppen. Bodyguard. Und wer hätte es erwartet, der bekommt ein bisschen AP. Was ist hier? Okay, dann geht es auch für Augen hier weiter. Gut. 4 Level für den, 3 Level für Madame Lady Summoner. Einmal beten. Das ist ein Top, eine Top-Fähigkeit für Yuna. Finde ich wirklich. Da kann man nämlich das zeige ich einfach gleich mal. Das zeige ich schon einfach. Würde ich großartig erklären. Du gehst einmal hier entlang. MP kriegst du dazu. Zeit einmal Reflexe und nochmal Zeit für ein bisschen Treffer. Wacker, mein alter Kumpel! Ich will mal hier platzieren. Dann bekommst du nämlich deinen Schlafhieb, der ganz noch super hilfreich sein wird. Einmal MP dazu und noch einmal. Nein. Da gehst du hin und dann kriegst du noch einmal Treffer dazu. Ja, Kimari, komm. Wir schicken wir mal hier entlang. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dir gehe. Vielleicht gehst du einfach. War das hier runter? Ja, hier kommst du bei Owen raus. Komm, ich schicke dich einfach auf den Weg von Owen Ende. So, hier wird es jetzt richtig lustig. Denn. Du bekommst erst einmal mehr HP, hast du dringend nötig. Mehr Zauberabwehr. Mehr Reflexe. Alter, die ist so eine Dodge-Meisterin. Und jetzt das Schönste. Du bekommst deinen nächsten Zauber. Feuerer. Ja, das war's dann auch schon. Dann gehen wir doch hier weiter. We rest here. But this isn't our bed shop. Oh.
Is that a problem? They don't believe in Yevon. And in Luca, they kidnapped Yuna. Where were her guardians? Oh. Sir Orin's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Well, I am. Super ausgedrückt. Dann ein Päuschen. Ich glaube, die Folge mache ich jetzt nur noch von hier aus 15 Minuten lang. As if I could sleep. Wir können jetzt aber hier mal speichern, um unsere neuen Abilities-Theorien noch zu sichern. Mien, Reisebedarf. Gibt es hier irgendwas zu kaufen? Willkommen, dies ist der Laden des Reisebedarfs. Ausrüstung ansehen? Ja. Das können wir nochmal kaufen, damit wir noch ein bisschen was haben. Und für ihn noch ein Perlenband. Aber ansonsten nutze ich eigentlich nichts wirklich. Ne. Wobei. Komm, den kann man auch nochmal holen. Ende. Wie sieht das mit normalen Items aus? Phönixfedern haben wir nur noch 8. Machen wir noch 20. Antidot haben wir noch 1. Wir haben noch 2 mal Augentropfen und 5 Echo-Port. Und dann war es das auch schon genug Geld zu geben. Cutscene rein. That sunset was different from the one I saw in Killica. It was quiet, almost gentle. What you up to? Da haben wir jemanden erwischt. Sure is. I wish I could live in a place like this. Peaceful. Living with a smile on my face every day. You can, once you beat sin, right? But then, a new sin will be born anyway. Well, then you can just beat it again. I wish I could. Hey, you can. Trust me, you are the best summoner out there. Yuna, why does sin always come back? Gute Frage. Sin is our punishment for our vanity. And it will not go away until we've atoned. How do we do that? What did we do that was so bad in the first place? Ah. Was it using lots of machina or something? Oh. Wait, was that such a bad thing, really? It's funny. Hmm? Ever since I was young, I never questioned it. But now that you ask me if it is that bad or not, I don't know. There are so many things I don't know. Well, then we're the same. Such thinking is very unbecoming of a summoner. What? Sound like Micah? That's not very nice, you know. Ja, ja. Einmal das Oberhaupt ein bisschen verabeln. You know, during a game, you have to think of Blitz and nothing else, you know? Okay. Mm,
Ah. You can't think that's a cute girl in the fifth seat from the right. Was? And you can't be thinking about where you're gonna go on that date, because the minute you do, that's when you lose. You see, Yuna, what I mean is, you really shouldn't worry, you know? After we beat Sin, that's when you can worry about the future. I guess. But Yuna, how are you supposed to beat something big like that? The final summoning. Was? It's the only way to defeat Sin. The only way. With it, we can call the final Aeon. That's the goal of the pilgrimage. The faith of the final summoning lies waiting in the far north to greet summoners that complete their pilgrimage. Okay. At the world's edge, in Xanarkand. Was? In Xanarkand? She means the ruins of a city destroyed 1,000 years ago. Oh. You sure it's ruins? That's what I've heard. You'll see it for yourself soon enough. Yuna, come back inside. You will go with us to Xanarkand? Yeah, I'll go. Oh, die Motivation ist groß bei ihm. I'll go to Xanarkand to see it with my own eyes. I knew it couldn't be my Xanarkand, but I had to make sure. Okay. Wieder wichtige Informationen. Also brauchen wir die hohe Bist du eine Garde? Das hilft sicherlich. Oh, ein Level 1 Werbung-Pass. Super. Englisch. Ich erkläre später, was das ist. Also, um Sin zu besiegen, müssen wir nach Xanarkand im Norden, die Ruinenstadt von Spira, und die hohe Beschwörung erhalten. Alles klar. Was? Bintasar. Sorry? Ah, forgive me, sir. I meant to say pardon me, but it came out in Albed. Oh, you're in Albed. Mm-hmm. I am Rin, owner of this establishment. Hela Dusadwi. Huh? It means nice to meet you. Ah, well, Heli Dusadwi to you too. Mm-hmm. If you are interested. Albed primers can be found all over Spira. Finding them and learning our language might be fun. Here, let me give you one in commemoration of our meeting. Although you might want to be careful where you speak our language. Ja, das habe ich auch ein Gefühl. Albed Lexikon Band 8 erhalten. Er ist hart. Wir sind nur ein Albed Kriaman. Yeah, I hear Albed aren't liked much. Sorry. A Deki Krisa. Darf er leider ja sein? Someone help! The Was? Chocobos! That's our cue. Let's go. Ne. Huh? Oh, thank you for your help. Please, use this. Zwei Mega Potions. Alles klar. Dann wird es mal Zeit, den Vieh auf die Fresse zu hauen. To the Chocobo Corral. Dann wollen wir mal diesem Vieh auf die Fresse geben, das meint er, so wahllose Chocobos
zu fressen. Wo ist es? Ja, dass ich Chocobos Punch abhauen, ist mir klar. Oh. Lauf, Choco, lauf! Alles klar. Dann wird es Zeit. Gleiche Taktik wie immer, erstmal Hass verteilen. Einmal kurz beten, damit ihr das seht. Beten ist einfach für alle eine Mini-Heilung. Okay, ganz wichtig, Kraftbrecher drauf. Das erleichtert den Kampf um einiges. Können wir gemacht aufknüppeln? Kommt schon. Okay. Können wir es verblenden? Na, blenden. Bitte, bitte. Jawohl. Okay. Okay. Das hat ja super funktioniert mit den Blenden. Einmal aufstehen, Wacker. Und einmal passt auf Rowan, bitte. Zack. Zack. Der tankt auch unglaublich. Okay, Wacker. Du wächst jetzt mal kurz für Kimari aus. Damit ich einmal so kurz einen Hit drauf machen kann. Und dann geht's auch schon weiter. Attack now! Push it back! Super! Jetzt wechsle ich bewusst einmal für Lulu. Und es wird Zeit für Feuer. Das macht schon mehr Damage. Bei diesem Kampf kann man auf vier Arten beenden. Entweder man gewinnt, man verliert, wir schubsen ihn die Klippe runter oder er schubst uns die Klippe runter. Aber es sollte kein Problem sein. Wenn wir sterben sollten, ist kein Problem, es ist dann kein Game Over. Aber wir sollten, ich würde sagen, wir sollten versuchen, die Klippe runterzustoßen. Sehr schön. Jetzt machen wir nämlich auch Damage. Und wir machen mal die Ekstase von Lulu. Feuerwut. Na. Da war ich jetzt nicht so gut drin. Das muss ich noch üben. Aber wenigstens kann ich die diesmal einsetzen. Damals habe ich ja... Ja. Damals habe ich nur auf dem Emulator gespielt. Und immer ein Problem gab, weil man die dann nie einsetzen konnte. Ich musste eigentlich mal die Technik hinter verstehen. Zack. Ja, er konnte jetzt mit Eis. Ja, Kampfgeist. Perfekt. Damit haben wir die nächsten Ekstasen auch schon sicher. Zack. Zack. Darauf hatte ich es nämlich abgewiesen sehen, auf diesen Kampfgeist. Ecke ich. Komm später zu, was das ist. Und wir werden wieder zurückgequatscht. Oh, top. Okay. Feuerer. Können wir den jetzt mal zurückschussen? Oder er geht auf. Ja, kein schwieriger Kampf. Mit Feuerer ist er so gut wie drin. Das ist kein Thema. Easy going. Ein Barockschwert. Und die Chocobos sind frei.
Have you an interest in renting some chocobos? As a token of our gratitude, the first time is free of charge. Please, ask the attendant if you wish to rent. Werden wir machen. Thank you so much for saving the chocobos. Gut, die Chocobos sind sicher und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.